Was ich aber auf jeden Fall demonstrieren wollte, jetzt muss ich hier mal kurz irgendein Möbelstück kaufen, keine Ahnung, wir brauchen bestimmt irgendwo ein Sofa, gib mal ein Sofa. Hier, schickes Sofa. In Honig. So schick. So, der Sound beim Hinstellen. Ne? Hört nochmal auf den Sound beim Hinstellen. So. Ich nehme diese leere Bierdose. Ist original der Sound, oder? Also. Es klingt eins zu eins so, finde ich. Eins zu eins. Warum auch immer ein Sofa beim Hinstellen. Ja, die Dose ist etwas kratziger. Das liegt daran, dass ich hier eine relativ grobe Holzplatte habe. Wäre die jetzt richtig glatt poliert, würde es halt einfach genau so klingen. Es ist halt so. The fuck. Aber ich habe nicht nur eine leere Bierdose, ich habe auch eine volle zum Wohl. So. Boah, direkt Pelz auf der Zunge. Wir lassen das Sofa einfach hier. Ich habe noch keine Ahnung, was wir sonst hiermit machen. Erstmal streichen, würde ich sagen. Streichen. Da. Farben. Wo sind sie? Da. Was ist denn mal eine Farbe, die wir noch nicht hatten? Gefühlt haben wir alles schon mal gemacht. Stimmungsvoller Kobalt ist einfach nur depressiv, glaube ich. Wollen wir alles in reizvollem Lavendel streichen? Komm, wir machen jetzt eine Bude einfach mal komplett rot. So richtig anstrengend. Gott, wird das anstrengend. Alter. Kommst du nach 8 Stunden Arbeit nach Hause und bist sofort aggro? Ich habe beschlossen, wir machen hier den roten Raum draus. Das gelbe Sofa passt da nicht so richtig. Aber mal gucken. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Das leidige Fenster nicht wäre. Wir müssen das Fenster noch sauber machen. Fällt mir gerade so auf. Wir müssen noch sämtliche Fenster in diesem Haus sauber machen, oder? Ah, können wir gleich noch einen zweiten Eimer kaufen. Der wird nicht reichen. So. Und so. Und weiter geht's. Das ist so anstrengend. Alter. Was ist das eigentlich für ein komisches Haus? Also ich meine, es gibt hier diesen. Achso, wobei, hier könnte man noch ein Schlafzimmer draus machen. Ja, okay. Gerade sagen, es gibt hier nicht mal ein Schlafzimmer, aber doch gibt es. Wir müssten hier theoretisch eine Küche reinbauen, ne? Also so ganz theoretisch. So eine Wohnküche. Wir haben bislang noch keine Chance, irgendwo zu kochen.
Aber wirklich, dafür reicht es jetzt nicht mehr. Ja, hübsch. Ah, ganz ehrlich, der Rand ist mir jetzt egal. Haben wir... Ich wusste es. Okay. Alter Finne. Der Schmutz der Jahrhunderte, ey. Das sind auch so Fenster, da überlegst du, ob du das noch sauber machst oder einfach ausbaust und wegwirfst. Und nochmal, war es das dann oder ist da rechts um die Ecke auch noch ein Fenster? Na, nee, das war's, okay. Haben wir irgendwo einen Lichtschalter? Ja. Tut mir leid, das Sofa geht nicht. Das Sofa geht so nicht. Ist ja kein Sofa in Rot. Ist auch eher ohne Himbeere, bitte. Oh ja. Das ist doch das, was ich gesucht habe. Dann, naja, Gott, geht das Mausrad immer noch nicht. Hätte ich das aber tatsächlich ganz gerne, glaube ich, hier. Und, TV. Ach, das gibt's nicht in Rot. Das Kirschholz sieht unten irgendwie viel kräftiger aus. Heller. Aber okay. Packen wir dann Weiß dazu? Die Lampen sind auch weiß, ne? Warum hat ein modernes TV-Regal eigentlich eine Arbeitsplatte? Boah, das moderne TV-Regal ist ganz schön groß. Aber wie gemacht dafür? Traumhaft. TV. Schöne Mikrowelle draufstellen und fertig. Ich hätte das Möbel ja gerne in Rot gehabt, aber machst du nichts dran. So, da ist auf jeden Fall noch Platz für ein rotes Bild, auch wenn wir das unten schon hängen haben. Traumhaft. So, und jetzt müssen wir hier noch irgendwo eine Küche reinkriegen. Kriegen wir da noch eine Pflanze hin? Wo sind sie denn da? Sehr hübsch. Da geht noch mehr. Gib mir mal so eine Color. Die passt da auch noch. Alter. Teppich. Bitte. In Rot. Ich glaube, den möchte ich tatsächlich so liegen haben. Und hier nochmal. Das ist eine Frage. Warum wird mir dieser Raum jetzt als Schlafzimmer angezeigt? Ich meine, das Sofa ist nicht mal ein Schlafsofa. Das ist halt einfach so ein Sofa. Ist extra keine Schlafcouch. Ist ein Sofa. Aber okay, ist ein Schlafzimmer. Startet man den Stream und es wird gezeigt, wie man ein Laufhaus einrichtet? Nein, nein, das ist voll hübsch hier. Würdest du hier nicht wohnen wollen?
guck mal, noch ein schönes Bild an die Wand. Haben wir noch irgendwas Rotes? Oh ja. Oh, das beißt sich bestimmt total. Ich brauche Küchenmöbel. Oh, ich brauche auf jeden Fall Wissen. Ich brauche auf jeden Fall. Ich weiß genau, welchen Kühlschrank ich brauche. Ja, der kleine reicht. In Rot. Der kann. Oh Gott, wo ist denn vorne bei dem Ding? Da. Der kann eigentlich total gut hier in die Ecke. Ja, das Haus ist auf jeden Fall. Du hast den Keller noch nicht gesehen. Der Keller ist super. Ist der Keller nicht traumhaft? Also ist schöner als oben. Ich mag die Gasmasse auf dem Klo noch immer. Der Kühlschrank an sich geht klar, aber nicht in Kombination, also ist halt nicht meins, aber so der Kühlschrank an sich geht halt klar. Ich würde mir nicht unbedingt einen roten Kühlschrank kaufen, aber gut, kann halt jeder machen, wie er will. Aber einfach in Kombination mit diesem ganzen Rot ist das einfach so, Ist wirklich ein Laufhaus, ist wäre auch das mit dem Schlafzimmer logisch? Ja, stimmt schon. Können mal die Tür zumachen. Gott, die Tür ist so dreckig. Und der Dreck ist nicht gerade gut aufgelöst. Naja, waren halt die Texturen alle. Passt schon, passiert schon. Mal, du kommst in Wirklichkeit hierhin. Hey Baby, ich bin deine Candy Machine. Der geheime Pornokeller? Auf jeden Fall. Der Keller lädt einen, da zu wohnen? Ich weiß nicht. Vielen Dank für den Sub an Poison Onion. Es war lauter als gedacht, aber passt schon. Sind ja nicht meine Trommelfälle. Der Keller sieht gar nicht mal so blöd aus. Ja, der Keller. Also, für das, was das Spiel kann, ist der Keller ganz akzeptabel. So, das Problem ist, wir müssen hier jetzt noch irgendwie eine Küche hinkriegen. Bitte. Arr. Rot geht nicht, dann müssen wir Orange nehmen. Können auch grün nehmen. Lass. Conspeed, danke für den Sub. Wir nehmen grün. Das ist beschlossen. Grün it is. Als Kontrast zu dem Rot. So, dann brauchen wir das aber nochmal. Ach komm schon, war es jetzt wirklich nötig, das zu drehen? Nein, das ist der falsche. Fuck. Ach. Den wollte ich da haben. In grün. Und grün, danke. So. Ist es? Kante da ist ein bisschen ungeil, aber passt schon. Und dann hätte ich ganz gerne noch den kleinen Küchenschrank mit Schublade in grün und grün und grün. Und den können wir auch zweimal nehmen.
So, traumhaft. Ja, geht doch klar. Alter. Mir wird ein bisschen schlecht. Aber nur ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen kahl. Hier geht irgendwie noch was. Ist die Haustür, ne? Wie wär's denn? Ja, nee. Das Ding suchte ich eigentlich. Aber das gibt's wieder in keinen tollen Farben. Bitter, ganz, ganz bitter. Wir müssen unten. Nee, hier müssen wir noch das Bad einrichten. Haben wir Licht? Ich finde es gut, dass sie aus Schlafzimmer nur Multifunktionszimmer gemacht haben. So, das Zimmer für alles. Wo beliebiger Wortwitz einfügen. Boah, nee. Aber ja, ich meine. Halt essen. Bügeln. Geht halt alles da. Weiß nicht, wo das Problem ist. Einfach, weil er mir gerade ins Auge sprang. Wir brauchen mal Lampen. Tatsächlich brauchen wir Deckenlampen. Eigentlich müssten wir nach nebenan die Deckenlampe Strich hängen, oder? Kannst du aus dem Badezimmer oben halt auch irgendwas anderes machen? Ja, könnte ich. Stimmt, es wird unten immer noch komplett als Badezimmer angezeigt, ne? Ah, 30 Quadratmeter Badezimmer. Ja, ganz ehrlich, dann mache ich das. Gib mir trotzdem mal die Deckenlampe Strich. Ah, das Ding geht ja wieder nicht weg. Ist alles in Anschlüssen hier? Fantastisch. Okay. Eigentlich möchte ich hier jetzt nur so drei Fleischerhaken in die Decke hängen und das war's. Und es geht leider nicht. Ich möchte die Fliesen eigentlich genau so lassen. Oh, was wir nebenan noch machen können, Kinders. Gott, warum bin ich gerade so langsam? Ich kann gerade nicht schneller laufen, original. Sollte aber vielleicht einen schmalen Vorhang nehmen. Schmaler Vorhang zum Einbauen, kurz, danke. Den gibt's nicht in Rot? Warum gibt's den nicht in Rot? Den breiten gibt's in Rot, den schmalen nicht? Was soll denn das? Rote Seide, ja, auch gut. Was? Okay. Das war seltsam. Man beachte aber die feine Textur hier. Also... Schön. Hier auch nochmal bitte.
Wenn das überhaupt noch geht. Ja, geht. Sehr schön. Ja, traumhaft. Ein paar Frauenköpfe an die Wand, alles Sin City. Ja, der Raum ist fertig. Passt schon. Was machen wir hier draus? Also wir könnten... Nee, wir können nicht schon wieder die Rotkohlfliesen nehmen. Die nehmen... Die hatten wir auch schon. Bett rein, fertig. Klingt super. Das wird einfach das Schlafzimmer mit genau den Fliesen. Betten. Schön das Doppelbett Orion. Richtig heimelig hier. Zimmer, 9 Quadratmeter. Warum ist das kein Schlafzimmer? Also links wird mir gesagt, ne? Also quasi da, direkt unter mir. Zwei Schlafzimmer mehr. Was? Achso. Ja, also ne, sagen sie alle Schlafzimmer, aber... Ah, ich musste nochmal das Zimmer verlassen. Jetzt ist es ein Schlafzimmer. Okay. Einen kleinen Teppich können wir nochmal... Großes Schlafzimmer, super. Wir können tatsächlich nochmal einen kleinen Teppich reinlegen. Der ist doch richtig liebevoll. So. Hübsch hier. Also, wer sich hier nicht wohl und geborgen fühlt, dem kann ich auch nicht helfen. So, hängen wir noch das Bild übers Bett, damit du weißt, wie, wenn du hier zu Gast bist, nach dem Aufenthalt in dem Bett dein Hintern aussieht, bevor du in Frischhaltefolie eingewickelt und in die Mülltonne gestopft wirst. Ich würde immer noch gern Fleischerhaken an die Decke hängen, aber geht ja leider nicht. Gut. Ich möchte übrigens auch nochmal darauf hinweisen, dass es ein Haus mit Geheimnis ist. Das Geheimnis ist dieses Schlafzimmer. Boah, Alter. Hilfe. It's a trap! Nein, nein. Moment. Die Wand glänzt so, dass sich der Kühlschrank in der Wand hinten reflektiert. Fantastisch. Okay, hier muss erstmal eine Lampe rein. Apropos. Ah, ist nicht rot genug für das Zimmer nebenan. Deckenlampen. Brauche erstmal Licht. Wobei, nee, die hat voll scheiß Licht gemacht. Pff, die scheiß Reflektorlampe, mir auch egal. Haben wir einen Schalter? Ja. Guti. Was machen wir hier draus? Fehlt irgendwie noch ein Zimmer mit ein paar Kisten, einem Tisch, zwei Stühlen. Ich weiß genau, was du willst. Ich hab genau im Kopf, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst.
nicht in der Farbe. Ist nicht schmutzig genug. In Grau sind die super. Ich bin auch schwer dafür, dass wir den Raum nicht streichen. Der bleibt einfach genau so. Ihr seid doch alle krank hier. So ein unschuldiges Geld. Ach ja. Pass mal auf, ey. Nee. So. So ein unschuldiges Game. Großartig, feiere ich ein bisschen. Kann ich die auch irgendwo... Ah, die kommt auch an die Wand. Alles klar, ja, voll gut. Ich würde die Wand, glaube ich, echt gerne so lassen. Ich möchte die nicht streichen. Das darf gern so ranzig aussehen. Der Boden passt irgendwie nicht dazu. Zwar auch nicht das, was ich unbedingt wollte, aber kommt zumindest irgendwie dem Betonfeeling ein bisschen näher. Leider kann man Wände nicht wieder zurücksetzen. Wenn es Innenwände sind, schon. Nur an Außenwänden kannst du halt... Ach so, du meinst Wände auf die Textur zurücksetzen. Ja, das stimmt. Nee, einmal gestrichen ist, ist sie gestrichen. Moment. Schicker Ledersessel. Das ist ein ganz schön großer Ledersessel, möchte ich behaupten. Oh, da passt die Pflanze dann auch nicht mehr hin. Die Couch muss schon noch dahin. Definitiv. Also das Ding muss genau dahin. So, aber eigentlich wollte ich noch was ganz anderes nachgucken. Haben wir... Ich hatte gehofft, wir haben irgendwie ein Paket Mehl oder sowas, was ich auf den Tisch legen kann, aber leider nicht. Kommt gerade noch eine andere Idee, aber nicht für dieses Haus. Hallo? Er scrollt nach oben, wenn ich das Paket anklicke. Kann ich die stapeln? Nee, schade. So, wie ist das andere Ding? Einfach nur Box, okay. Ich das stapeln? Auch nicht. Also ganz ehrlich, wenn es halt ein bisschen größer wäre, könnte das halt easy ein Raum aus dem Max Payne-Spiel sein.
Ich sag nichts. Passte da gerade so gut vom Rot. Okay, irgendwie gibt es hier nichts, was ich hier aufhängen möchte. Könnte noch ein Jesusbild rein. Teppichboden sehr empfehlenswert, zwecks Blutflecken. Ja, ist schon klar, aber eigentlich brauchst du hier halt einen dreckigen Betonboden, das kann ich aber halt nicht machen, weil das Spiel das nicht hergibt. So ein Jesusbild wäre halt prinzipiell okay. Was wir aber auf jeden Fall brauchen. Sonst geht das gar nicht. So, soll ja keiner reingucken können hier. Ein Jesusbild, du meinst so ein Hello Kinski? Also ich meine, auch das würde natürlich sehr gut hier passen. Aber das haben wir schon so oft irgendwo hängen. Aber eigentlich muss es hier rein, oder? Eigentlich muss es da rein. Also entweder hierhin oder hier. Nicht gerade. Okay, ja, wir können es auch leicht schief hängen. Das ist okay. Ja, dann, aber wenn es leicht schief ist, schon eher hier. Was? Warum reflektiert die Wand da hinten? Nettes Bild. Hm, danke. Selbst gemacht. Warum reflektiert diese Wand? Ich finde das ein bisschen gruselig. Hello Kinski. Ich finde Hello Kinski auch besser, aber der passt da halt nicht. Nicht wirklich. Bin nicht davon ausgegangen, dass wir so einen Raum einrichten, habe deswegen keine passenden Bilder. Die Lampe passt eigentlich auch nicht wirklich, aber eigentlich was tue ich? So, Shop. Deckenlampen. Eigentlich brauchen wir hier. Oh ja. Aber ich glaube, da müssen wir die andere vorher verkaufen. Für Jungs. Ich weiß genau, wo die noch. Nee, schwarz. Das ist nicht schwarz mit Streifen. Das ist vielleicht weiß mit Streifen, aber. Gibt es sie nicht irgendwie in irgendwas Dunklem? Das ist auch kein Orange. Ach, scheiße. Aber das ist schon genau die Lampe, die da hängt. Diese und keine andere. Also, zumindest bei denen gibt es nicht einfach nur eine Glühbirne. Stimmt. Das wäre sogar noch eine Idee besser. Das war hier irgendwo, ne? War das nicht hier? Nee. Nee. War das nicht bei Survival, dass man einfach nur so eine Lampe, also nur so eine Glühbirne am Kabel quasi hatte? Aber ich sehe es hier nicht. Ist halt.
Dann doch wieder die andere. Oder ist sie bei Deckenlampen mit bei? Also würde mich wundern, aber... Nee. Die müsste eigentlich einen richtig dunklen Schirm haben. Dann wäre die halt total okay. So, ach, fuck. Ist auch nicht so einfach, die Sachen mittig über den Tisch zu hängen. So, na, passt schon. Entschuldigung. Irgendwas fehlt hier noch. Ich weiß auch nicht was, aber irgendwas fehlt da noch. Überlege, ob wir die Boxen eher hier hinpacken und hier noch ein Regal hinstellen, aber eigentlich... Naja, steht da schon scheiße. Das muss man... Und das Regal an sich ist okay. Auch ruhig ein bisschen schief. So. Das geht doch. Ich finde das okay. Schönes Esszimmer. 21 Quadratmeter Esszimmer, geht klar. Ja, ist doch ein schönes Haus geworden. Wollen wir einfach mal verkaufen? Ich finde das okay. Machen wir mal. Das haben wir für 78.000 gekauft? Holy shit. Ich meine, okay, wir haben natürlich allein schon für irgendwie... Wie viel Tausend den Van Gogh unten im Keller verkauft? 50.000 oder so? 48? Oder war es mehr? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall ein teures Bild im Keller gefunden, das verkauft. Auktion starten. Okay, wir kriegen aber halt locker irgendwie 50.000 plus raus. GG. Alles richtig gemacht. Mir gefällt es, dass ich Platz zum Schlafen habe. Achso, er möchte nur ein Schlafzimmer. Okay. Wir haben aber auch nur ein Schlafzimmer, oder? So, weißt du, der eine Typ sagt, er hätte gern nur ein Schlafzimmer, nur eins. Und der andere sagt, er braucht ein Schlafzimmer, nicht zwei. Es gibt überhaupt keinen Sinn, aber okay. Es fehlt dir an Privatraum? Kommen. Jawohl, noch 2,5 mehr rausgeschlagen. Alles richtig gemacht. Schön. Verkauf von Möbeln, ja genau. 49.000. Wir haben einfach mal 100.000 Gewinn gemacht mit der Butze. Nice. Finde ich gut. Und wir haben verfügbaren Skillpunkt. Hier. Ja gut, bringt uns halt einen Scheiß. Aber passt schon. Ich würde ganz gerne noch ein Haus kaufen, was wir nächstes Mal machen. Wir haben ja Geld bis zum Umfallen. Wir können uns ja alle Häuser leisten. Ja. Wollen wir mal das Ding nehmen? Das Rosa Königreich. Das Rosa Königreich haben wir schon so lange auf der Liste. Ja. Rosa Königreich kommt auf jeden Fall mal... Das möchte ich gar nicht umändern. Das ist jetzt schon super.
Da muss nichts gemacht werden. Das ist total toll. Ich würde es genau so wieder machen. Abgesehen davon, dass ich diese Fliesen nicht kaufen kann. Und halt niemals eine Küche in dieser Farbe kriege. Das ist perfekt. Unglaubliches Angebot. Der Star Bonnie B. verkauft sein außergewöhnliches Haus zu einem sehr guten Preis. Er muss sich aber nichts dran machen, oder? Na, egal, wir kaufen das erstmal. Ich möchte... Hey, schwule Schwäne. Ich möchte ganz gerne noch einmal... Einmal nur kurz gucken, ob das irgendwelche random... Oh, Alter. Das ist die Garage, ne? Puh. Alter, ist der hochflorig. Oh nein, die Heizung ist kaputt. Ja, das machen wir mal fix. Okay, das war einfach. Ach so. Aber ganz ehrlich, was soll ich hier machen? Das ist ein Top-Haus. Vor allem sind hier Sachen drin, die man halt niemals so kaufen könnte überhaupt. Das ist ein fantastisches Zimmer. Es ist nicht ganz so durch wie mein Hasenzimmer, ja. Es ist nah dran, aber es ist nicht ganz so kaputt wie mein Hasenzimmer. Ja, aber ganz ehrlich, also... Das ist kleiner als gedacht. Vom Grundriss her gibt das echt nicht viel her. Also hier oben ist mal voll winzig. Ich dachte, es wäre größer. Es ist alles voll klein. Hier ist noch eine Heizung kaputt. Die machen wir auch nochmal fix. Alter, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich bin versucht, es einfach exakt so wieder zu verkaufen. Zu verkaufen, Entschuldigung. Packen hier noch eine Wanne rein und dann ist halt gut. Und hier mal noch fixiert, komm, das machen wir eben. Ich habe zwei Heizungen repariert und eine Badewanne reingepackt. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also das Problem ist, dieses Haus ist schon so durch. Ich weiß einfach nicht, was ich damit noch machen soll. Ich könnte das Haus jetzt fucking basic machen. Aber nein. Why would I? Was ist denn jetzt dran? Ah, die Dinger. Ja, vor allem sind das alles Sachen, die ich halt niemals kaufen kann. Ich könnte das Haus von außen noch streichen. Blumen auf der Fensterbank geht, ja. Blumen auf der Fensterbank geht total. Der, auch voll clever, den Türklopfer nach innen zu bauen. Da hat jemand richtig mitgedacht. Lass mich raus, hier ist alles so pink. Es lohnt sich ja alles nicht zu verkaufen. Das lohnt alles nicht. Ja, ganz ehrlich. Das grüne Bild da passt nicht. Tja. Ganz ehrlich. Dass der Typ sich da nicht drin wohlfühlt, weiß ich auch nicht. Gott, da machen wir noch Verlust mit, wa?
Der kauft auch jedes Haus, oder? Ach nee, Familie Jürgens kommt noch. Ey, ganz ehrlich, also. Wir wären sehr glücklich, wenn wir hier einziehen würden. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich. Was soll das? Das war unspektakulär, aber das war einfach schon so durch das Haus. Das. Nee. Dann lass uns lieber das Haus eines jungen Ehepaars, oder? Oder das nicht, ich habe, glaube ich, Bock auf das nicht bewohnte Haus. Wäre schön, wenn man den Grundsitz sehen könnte. Den Grundriss meine ich. Lass mal schlechter Effekt kaufen. Schlechter Effekt ist. Ja. Kaufen. Einmal kurz den Grundriss sehen und dann bin ich, glaube ich, durch für heute. Gott, das ist dreckig. Das ist das Studentenbudending, ne? Ursprünglich gewesen in den Missionen. Ja, genau, das ist total der Grundriss hier, Studentenbude. Hier jetzt gab es hier einen Keller? Das ist das Beste. Ja, okay. Hier können wir uns nächstes Mal ein bisschen austoben. Das Ding kann ich doch auch gar nicht kaufen, oder? Warum kann ich so eine Dusche nicht kaufen? Ich finde die total geil. Warum ist die hier drin? Warum kann ich die selber aber nicht kaufen und montieren? Das ist doch Beschiss. Okay, hier rasten wir nächstes Mal ein bisschen aus. Finde ich gut. Das Bett und also das Bett hätten wir gebraucht in dem Haus von vorhin mit den Fliesen. Ja, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Idee, was wir hier draus machen. Guti, dann haben wir von Hausflipper aber heute auf jeden Fall erstmal genug. Vielen Dank fürs Zugucken bisher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.